Heuer haben wir die Patenschaft für einen Stolperstein übernommen, für Babette Kerl, die Opfer der NS-Krankenmordaktion T4 geworden ist. 1913. Babette Kerl ist 11 Jahre alt. Eine Gruppe von Buben spielt ihr einen bösen Streich. Sie hetzen einen Hund auf sie. Dieses Ereignis hat sie zu Tode erschreckt. Seitdem hat sie epileptische Anfälle. Die Anzahl der Anfälle schwankt sehr stark. Zunächst sind es oft mehrere Anfälle am Tag. Später hat sie nur noch alle 14 Tage einen Anfall. Kaufbeuren 1940. Babette Kerl ist jetzt 38 Jahre alt und wird vom Schutzengelheim bei Memmingen nach Kaufbeuren verlegt. Dies gehört zum wohlüberlegten Plan der Nationalsozialisten, Behinderte zunächst in jene Heime zu bringen, von denen sie sicher sein konnten, dass diese die Patienten ohne Widerstand zur Ermordung freigeben. In Kaufbeuren werden alle 2 Monate Akteneinträge über das Verhalten von Babette Kerl gemacht. 1941 wird notiert, dass sie noch nie etwas über den Führer Adolf Hitler gehört hat. Weiter wird notiert, dass sie sich in der Bibel sehr gut auskennt. Beide Einträge gehören nicht in eine Krankenakte. Beide Einträge sollen den Gedanken schüren, dass Deutschland nichts fehlt, wenn sie nicht mehr da ist. Doch dann kommt der 8. August 1941. Babette Kerl wird zusammen mit 132 Frauen, darunter 22 Augsburgerinnen, in die Tötungsanstalt nach Schloss Hartheim bei Linz deportiert. Hartheim, 8. August 1941. Babette Kerl wird in der Gaskammer des Schlosses mit Kohlenmonoxid ermordet. Das Gas wird von der Firma IG Farben aus Ludwigshafen in Stahlflaschen geliefert. Anschließend wird ihre Leiche verbrannt. Der Verbrennungsofen stammt von der Berliner Firma Curie. Eine elektrische Knochenmühle zermalt nachher, was der Ofen nicht zu verbrennen vermochte. Dann bringt ein LKW die Asche an die Donau, wo sie in den Fluss geschüttet wird. Augsburg, Ende August 1941. Beim Standesamt Augsburg trifft ein Schreiben aus Hartheim ein, dass Babette Kerl dort am 24. August verstorben sei. Todesursache und Todesdatum sind frei erfundene, um die Morde zu verschleiern. Augsburg ab 5. März 2020, also heute. Ein Stolperstein in Augsburg an der Vogelmauer 9 erinnert an Babette Kerl als NS-Opfer der Aktion T4. Hallo, wir sind auch Schülerinnen des Maria-Stern-Gymnasiums. Ich heiße Maribel, das ist Regina. Wir sind beide aus der 9. Klasse und wir würden jetzt gerne ein Gebet für Babette Kerl lesen. Heute sehen wir uns ganz besonders solidarisch verbunden mit Babette Kerl und ihrem Schicksal. Wir wollen die Erinnerung und das Gedenken an sie wachhalten und uns mit ihr und vielen Tausenden von Menschen solidarisch erklären, denen im Nationalsozialismus die Würde abgesprochen wurde. Wir sind dankbar dafür, dass wir heute bei der Verlegung des Stolpersteins dabei sein dürfen, ein Zeichen setzen dürfen. Ein Zeichen der Erinnerung, der Hoffnung und der Solidarität. Wir gehen jetzt in die Katharinengasse 15 zur Verlegung von 2 Stolpersteinen für 2 jüdische Mitbürger, Rudolf und Rosa Hirschmann. Wir haben die am 4.11. wollten wir die schon verlegen. Die Stolpersteine erinnern an diese beiden Personen. Wir danken an dieser Stelle insbesondere der außerordentlich engagierten Lehrerin, Frau Johanna Linse,
und ihrer 11. Jahrgangsstufe des Maria-Watt-Gymnasiums. Rudolf Hirschmann, geboren am 6.9.1871 in Augsburg, ermordet im Rahmen der Aktion 14F13 in Hartheim. Rudolf Hirschmann hat im Ersten Weltkrieg gedient und seine Vaterlandsliebe mehrfach unter Beweis gestellt. Infolgedessen sieht er dem Erstarken des Nationalsozialismus relativ gelassen entgegen. Aber die sukzessive Entrechtung macht vor dem verdienten Kriegsteilnehmer nicht Halt. Die Metzgerei Hirschmann ist vom Boykott jüdischer Geschäfte am 1.4.1933 betroffen. Mit der Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3.12.38 wird allen Juden auferlegt, ihre Gewerbebetriebe zu verkaufen, ihren Grundbesitz zu veräußern und die Wertpapiere bei der Devisenbank zu hinterlegen. Damit ist Rudolf seiner beruflichen Existenz als auch seines Besitzes beraubt. Ein kleines Vergehen genügt den NS-Schergen, um Rudolf Hirschmann ins Konzentrationslager zu bringen. Als Metzger versucht er, sich ohne Lebensmittelkarte Fleisch zu besorgen und wird dabei ertappt. Er wird verhaftet und am 8. August 1941 ins Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Rudolf Hirschmann ist fast 70 Jahre alt. Nach dem Stopp der Aktion T4 dient nun die Tötungsanstalt in Hartheim einem neuen Zweck. Nicht mehr arbeitsfähige KZ-Häftlinge werden dementsprechend in einen sogenannten Invalidentransport nach Hartheim-Berlin verbracht. Rudolf Hirschmann wird mit weiteren Häftlingen aus Dachau am 20. Januar 1942 nach Hartheim deportiert und noch am gleichen Tag vergast. Rosa Hirschmann, geboren Levite, geboren am 3.1.1880 in Mönchsroth bei Ansbach. Ermordet in Piaski im April 1942. Nicht ganz drei Monate nach der Ermordung ihres Mannes Rudolf, wird Rosa Hirschmann gemeinsam mit 986 jüdischen Bürgern, davon 430 aus Augsburg, sowie weiteren Juden aus Regensburg und München, über das Sammellager Milbertshofen in das Ghetto von Piaski im Distrikt Lublin des Generalgouvernements deportiert. Auf der uns vorliegenden Deportationsliste wird Rosa Hirschmann als Nummer 51 auf der Liste 41 aufgeführt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sie in Piaski ermordet. Auf dem jüdischen Friedhof in der Haunstetter Straße in Augsburg-Hochfeld finden sich die Grabsteine für Rudolf und Rosa Hirschmann. Als wir die Anfrage von Herrn Lehmann bekommen haben, ob wir nicht Paten und Patinnen werden wollen, waren wir natürlich sofort bereit dazu, haben uns sehr geehrt gefühlt, das machen zu dürfen, gerade weil wir in unmittelbarer Nachbarschaft auch sind. Ich lese jetzt die Grußbotschaft von Ronald Lazarus vor, einem Urenkel aus Durban. Ich bedauere sehr, dass ich nicht persönlich bei der Setzung des Stolpersteins anwesend sein kann, die vor dem Haus meiner Vorfahren stattfindet. Deren Leben wurde ausgeblasen wie das Licht einer Kerze durch das barbarische Naziregime. Bei meinem baldigen Besuch in Augsburg möchte ich gerne mehr über die Heimat meiner Vorfahren erfahren, um ein besseres Verständnis der deutschen Sozialstruktur zu bekommen. Ich möchte mich selbst davon überzeugen, dass sich die entsetzlichen Verbrechen der Nazi-Zeit nie wiederholen werden. Ronald Lazarus, Durban, Südafrika. Die beiden Steine erinnern an Franz und Josef Eiter, aber es ist auch der Blick in die Zukunft, der Blick darauf, auf unsere heutige Gesellschaft, dass so etwas nie wieder passieren darf. Ich darf auch sehr herzlich begrüßen den Herrn Weishaupt, den Angehörigen, das waren seine beiden Onkel,
die hier gelebt haben und dann nach Kaufbeuren mit verschiedenen Stationen gekommen sind. Es sind die beiden eigentlich, es ist die zweite Stolpersteinverlegung für Opfer der sogenannten dezentralen Euthanasie. Franz Eiter, geboren am 29. März 1911 in Augsburg, römisch-katholisch. Ermordet in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren am 31. März 1945. Josef Eiter, geboren am 29. Januar 1914 in Schwetzendorf bei Regensburg, römisch-katholisch. Ermordet in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren am 25. November 1942. Die Brüder Franz und Josef Eiter sind von Geburt an geistig beeinträchtigt. Mit ihren Eltern, ihrer älteren Schwester Franziska und dem jüngeren Bruder Heinrich wohnen sie in Pfersee in der Schwalbenstraße 6. Mit 21 Jahren wird Franz in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren überwiesen. Dort wird er als geisteskrank eingestuft und auf Veranlassung des Anstaltsleiters Dr. Valentin Faltenhauser im Kaufbeurer Krankenhaus zwangssterilisiert. Der Patientenbogen von Josef Eiter ist die einzige Quelle, über die wir Informationen über ihn erhalten. Der Bogen spiegelt wider, wie die Anstaltsleitung einschließlich Pflegepersonal den jungen 28-jährigen Patienten bewusst verhungern ließen. 1942-44. Der Anstaltsleiter Dr. Valentin Faltenhauser entwickelt 1941 nach der Beendigung der Ermordung nicht lebenswerten Lebens in Grafeneck und Hartheim der sogenannten Aktion T4, die sogenannte Hungermethode, um Patienten zu töten. Sie erhalten über Monate hinweg nur noch dünne Suppe, in Wasser gekochte Gemüsereste und sind nach wenigen Monaten so geschwächt, dass sich aus der kleinsten Erkältung eine tödliche Lungenentzündung entwickelt. Zudem wird Josef über einen längeren Zeitraum hinweg eine Überdosis an Medikamenten verabreicht. Weil er bettlägerig wird, kommt eine Lungenentzündung dazu. Die Ermordung von Josef Eiter ist nicht das alleinige Werk der Ärzte. Schwestern und Helfer wirken dabei mit. Sie haben sich zumindest durch ihr Schweigen mitschuldig gemacht. Zu Franz Eiter. Seit 1938 wieder in Kaufbeuren. Seine Mutter besucht ihren Sohn Franz in den Jahren 1942 bis 1944 9-mal. Erkundigt sich wiederholt über seinen Gesundheitszustand und schickt ihm Päckchen mit Lebensmitteln, wann immer es ihr möglich ist, auch Tabak und Geld. Aber die fürsorgliche Mutter ahnt nicht, dass ihr Sohn Franz Opfer einer monatelang verabreichten Überdosis von Medikamenten, Luminal und Scopolamin wird. Seit Anfang März ist er körperlich stark geschwächt. Trotzdem erhält er nur Vitamin-B-Präparate. In der Nacht zum 31. März 1945 wird er tot im Bett aufgefunden. Der Arzt stellt als Todesursache körperliche Entkräftigung und Verfall bei angeborenen Schmerzen fest. Franz und Josef Eiter sind wie viele andere Patienten in Kaufbeuren und Irsee durch die sogenannte dezentrale Euthanasie ermordet worden.